So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wer die letzte Sendung gesehen hat, der weiß ja, es gibt diese Gangsterella Pizza von Capital Bra, aber in zwei verschiedenen Sorten. Letzte Sendung hatten wir die Rindersalami von Team Capi und heute haben wir das Gegenstück dazu, die grüne, die Pizza Grillgemüse. Sieht auch genial aus, finde ich richtig toll gemacht. Da steht Pizza also in grün drauf, Team Capi in grün, die Außenschrift am Karton grün, der Typ mit dem grünen Halstuch, alles grün dabei. Also vom Design von dem Karton feiere ich das auf jeden Fall, auch wenn man den Rapper jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag hört. Aber wir gucken uns das trotzdem nochmal an. Beim Essen, wisst ihr ja, bin ich immer am Start. Hier also schön alles rundherum, Special Edition. Hier seht ihr auch, dass das wirklich vegetarisch ist. Denn ihr habt auf dieser Gangsterella Pizza Team Capi Grillgemüse einen Gemüsemix und Hanfsoße und Creme Fraiche. Richtig genial. Und ich wüsste immer noch nicht, dass das Capital Bra ist, wenn es nicht überall stehen würde. Karton, wie beim anderen, Bra, hol die Pizza, ne? Iss die Pizza, bevor es ein anderer tut. Pizza Team Capi und Team Capi nochmal, wie bei der anderen also. Und wir haben sie wieder falsch rum. Ist immer, wenn ich fertig bin mit Drehen, ist es falsch rum. Bra macht die Pizza. Legt mit extra viel Paprika, Spinat, Zucchini, Kirschtomaten und Mozzarella. Hanfsoße featuring Creme Fraiche. Macht einen auf Crunchy, ist innen aber baba soft. Und das haben wir bei der letzten ja gemerkt. Der Boden war nämlich wirklich ziemlich dick, knusprig außen, aber innen wirklich sehr weich und sehr fluffig. Das hat mich sehr überrascht. So ballert die Pizza. Heiz deinen Ofen ein, Bra nicht vergessen, Folie entfernen, eiskalte Pizza auf mittleren Rost legen, 10 bis 12 Minuten backen, dann gib dir Bra. Hier also wieder im Pizzataxi, der Text ist auch immer noch derselbe, die Special Edition Pizza vom Bra, höchstpersönlich kreiert für das einzig wahre Team Capi und alle, die sich richtig krass gönnen wollen. Berlin lebt Bra, folgt der Nummer 1. Gangsterella Official. Die packen wir jetzt auch mal aus. Gucken uns das mal an, wenn wir die Folie auch entfernt haben, wie das ausschaut. So, letztens die Rindersalami habe ich mir nämlich mit Pupsi geteilt. Die hat die Hälfte bekommen. Jetzt ist die Mama da, weil es ist gerade Sonntag, wo ich das Video aufnehme. Eigentlich wollten wir heute Burger essen, aber ich habe gesagt, Pupsi will ja eh kein Grillgemüse und für mich, das ist so viel. Ich habe gestern bei der Hälfte Rindersalami war ich so satt. Pupsi auch. Sie hat nie gedacht, dass das so satt macht. Jetzt haben wir sie hier aber aus der Verpackung erstmal raus. Wir tun mal die Folie aufkrüppeln. Und dann hoffe ich, dass sie wenigstens so gut schmeckt wie gestern die. Und ich die Mama positiv überraschen kann. Wenn nicht, esse ich sie halt alleine. Ist mir auch egal. Aber gestern die war wirklich genial. Ich meine, gut, wenn man jetzt auf Wurst steht und so Rindersalami, das ist ja schön würzig und schön kräftig vom Geschmack. Hier ist ja eigentlich nur Gemüse drauf. Da wird den richtigen Pizzaliebhabern vielleicht was fehlen. Aber wer sich fleischlos ernährt, vegetarisch, der hat hier trotzdem eine Alternative zur Rindersalami. Guckt euch das an, ihr seht viel Grün, ihr seht Orange, ihr seht Rot, ihr seht alles dabei. Der Käse auf jeden Fall so viel drauf und so verteilt, dass man einfach eine schöne Abwechslung hat und dass sich bestimmt daran wieder schön zieht, wenn man die auseinander nimmt. Die schmeißen wir jetzt erstmal in den Ofen. Die ist sogar noch fetter als die andere. Die andere hat irgendwas um die 400 Gramm. Das sind 540 Gramm. Ich bin gespannt, wie die aussieht, wenn die fertig ist. So, da sind wir wieder zurück. In der Zwischenzeit hat die Mutter natürlich die Kamera runtergeworfen, weil sie sich am Schrank rumgewühlt hat. Da richtet man einmal das hier ein, das Licht ist an, das sieht eigentlich so aus wie, ich bin noch gar nicht fertig, da wühlt die hier rum, alles fällt runter, irgendwann bricht der Spiegel ab, dann sehe ich gar nichts mehr, aber wir wollen euch natürlich jetzt mal die Pizza zeigen, frisch aus dem Ofen, guckt euch die an, muss aufpassen, dass sie nicht runterrutscht, das sieht doch herrlich aus, außen wieder braun, innen weiß, da seht ihr wieder den Käse, der sich hoffentlich auch wieder richtig zieht, die Hanfsoße müsste hier auch irgendwo dabei sein. Ist ein bisschen fettig, wie es gerade wirkt, aber trotzdem
Ich bin begeistert jetzt schon, dass sie noch mal genauso super geworden ist wie gestern. Die letzten, die vegetarischen, also diese veganen Pizzen, sind ja alle verbrannt. Die waren so dünn auch vom Boden, es hat nur noch rumgeknuspert. Aber hier, guckt euch das mal an, wie gut das aussieht. Wenn ihr keine Rindersalami möchtet, wenn ihr vegetarisch unterwegs seid, gönnt euch einfach mal die Pizza Grillgemüse. Ihr seht auch hier den Käse wieder, wie sich das zieht. Ihr seht hier inhaltlich, ihr seht nichts gut. Da ist auf jeden Fall Hanfsoße bei, was da so runterläuft, runtertropft. Ich bin mal gespannt, wie die jetzt schmeckt, ob da was fehlt oder ob das auch rein durch diesen kräuterlichen Geschmack überzeugen kann. Messer, Gabel haben wir auch wieder dabei. Wie gesagt, die Mama isst die Hälfte, ich esse die Hälfte. Ich schneide mir jetzt hier mal was ab. Bin mal gespannt, ob Capital Bra sie überzeugen kann. Boah, nicht, dass die ganze Kamera jetzt hier auf mich drauf fällt. Das wäre nicht so nice. Hier zieht sich's auch schon vom Messer runter. Wir können das schön hier direkt abschmieren. Ihr seht hier überall, das hängt und schmiert und klebt an allen Ecken. Also das ist richtig schön saftig. Auf jeden Fall keine trockene Angelegenheit. Wir probieren. Ich hoffe, ich verbrenne mich nicht. Weil es hat ein bisschen was. In Meiningen, egal was man in Meiningen für eine Pizza bei einem Pizzahaus bestellt, wir haben da immer Sauce Hollandaise mit bei der Pizza. Und dass es so ein bisschen sahnig, cremig ist. Ich weiß nicht genau, wie viel die Hanfsoße gerade vom Geschmack ausmacht, aber in Kombination mit diesem Käse und der Creme fraiche habt ihr auf jeden Fall auch so eine richtig sahnige Note dabei. Sehr erfrischend, irgendwie anders. Kenne ich so nicht, habe ich noch nie bei einer Tiefkühlpizza erlebt. Wie gesagt, die Luca-Pizza haben wir auch mal probiert. Da war ich eher enttäuscht. Diese Lauch war okay, diese Lauchpizza mit Lauchzwiebeln, aber die normale Luca-Pizza da mit dem Schinken drauf, also gönnt euch einfach nur eine Schinkenpizza irgendwo, bestellt keine Luca-Pizza. Hier ist es anders. Hier habt ihr wirklich einen richtig genialen Geschmack. Muss ich sagen, finde ich sehr gut. Den Boden feiere ich immer noch, dass der nicht so dünn und trocken ist, sondern dass er so richtig schön dick fluffig ist. Wie bei so American Big Pizzas kennt man ja, dass sie immer viel Boden haben und viel obendrauf gematscht. Finde ich genial, gell? Der Adi findet es auch genial. Der greift hier einfach in die Pizza rein. Ich hoffe, du hast dich verbrannt. Nein, hoffe ich nicht. Oh, Adi. Komm, kriegst dann auch ein Leckerli. So. Ich kann es immer noch nicht verstehen. Pupsi hat gestern bei ihrer Rindersalami auch den Rand komplett abgeschnitten und den habe ich dann noch gegessen. Wobei es ist der beste Rand, den ich je gegessen habe. Wie wenn ihr euch ein frisches Brötchen beim Bäcker holt. Außen schön knusprig, innen noch warm. Und trotzdem weich. Ihr seht auch hier, guckt, wie das hier alles, der halbe Belag, das läuft richtig runter. Das ist so genial, also ich feiere das. Es dampft auch noch ein bisschen. Das macht auf jeden Fall fett. Ich glaube, wenn ihr da eine Hälfte gegessen habt, seid ihr auch schon satt. Deswegen könnt ihr die sogar zu zweit essen. Teilt euch da rein. Probier die mal. Hashtag Team Kabi, wie gesagt, Pizza Grillgemüse von Capital Bra. Bin ich auch überrascht. Rindersalami war top. Pizza Grillgemüse finde ich auch top. Gute Sache. Ist meine eigene Meinung. Wie schmeckt es euch? Habt ihr die probiert? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich gerne mal interessieren. Und was ist euer Favorit? Salami oder. Nein! Der Ramse ist tot schon wieder. Salami oder Grillgemüse, der Adi hat jetzt alles. Ich bin raus. Von meiner Seite aus war es das auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.